Hallo, liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte September 2021. Hoffe, es geht euch gut. Hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Infobox dürfte meistens sicherlich von euch ein Begriff sein. Da weise ich nur noch kurz mit einem Satz darauf hin. Die befindet sich natürlich unterhalb diesen Videos hier, liebe Fische. Ihr findet dort sämtliches, was euch interessieren könnte. Natürlich als unter anderem das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr gerne natürlich im Resonanz- und im Interessensfall wahrnehmen könnt, aber nicht müsst. Natürlich weitere Aspekte, Videos, die Karten, Social-Media-Links, alles drum und dran könnt ihr dort finden. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte September 2021 meiner Fische. Ente. Ich mag Enten ziemlich, vor allem die kleinen hier, die Zieberle nenne ich die immer sehr, sehr gerne. Die Ente ist euer Krafttier für diese Zeitspanne und die wärmende Herzensliebe ist eure Hauptenergie, liebe Fische. Die Ente öffnet dir den Zugang zu Geborgenheit und Wärme in deinem Inneren. Heilung und Erkenntnis liegen in dir. Heilung und Erkenntnis liegen in dir. Es geht also zum einen um Erkenntnisse, um ja, gewisse, so, ich sag jetzt mal, einige tappen hier womöglich im Dunkeln bezüglich einer ganz gewissen Situation. Wenn man sich darüber Gedanken macht, und ich rede hier nicht von diesen Grübeleien, von diesen Gedankenstürmen, von nachts nicht schlafen können, sondern wenn man hier versucht, mit Logik an eine Sache heranzukommen, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man sich vielleicht auch etwas, ja, vielleicht verkriecht in dem Sinne, um mal die Ruhe zu haben, um mal abschalten zu können, um eben etwas zu durchleuchten, kommt man sehr, sehr viel schneller und sehr, sehr viel leichter zu bestimmten Erkenntnissen eben. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass das für einige von euch hier zutreffen könnte. Weiterhin ist hier auch von der Heilung die Rede. Und von der Heilung können wir uns alle wahrscheinlich etwas vorstellen. Diese Heilung kann natürlich durch euch selbst stattfinden, ne? Die sogenannte Selbstheilung natürlich. Es kann aber auch sehr, sehr gut sein, dass andere euch bei dieser Heilung sozusagen unterstützen bzw. diese hervorrufen. Auch wenn hier steht, die Heilung und die Erkenntnis liegen in dir. Natürlich kann einem jemand darauf auch bringen. Ich bin hier sehr gespannt. Geborgenheit und Wärme in deinem Inneren. Es hört sich alles sehr, sehr gut an. Es hört sich auch ein bisschen weihnachtlich an, ehrlich gesagt. Nicht nur, weil es da manchmal Ente gibt, sondern weil hier Geborgenheit, Sicherheit, Wärme in deinem Inneren, das hört sich für mich so wie Weihnachten an. Obwohl es ja noch ein bisschen hin ist zu Weihnachten. Aber ich bin mal sehr gespannt, was mir die Karten weiterhin verraten können. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte September 2021 meiner Fische. Oh ja. Fängt hier direkt mal sehr gewichtig an und das ist der Herrscher. Der Herrscher ist eine sehr hochgewichtete, hochgeschätzte, respektierte Person in eurem Umfeld. Repräsentiert den Widder, es muss aber natürlich kein Widder für jeden von euch sein. Es kann hier im geschäftsmäßigen Sinne der Geldgeber, der CEO, der Geschäftsführer angezeigt sein, wenn es sich hier um ein arbeitstechnisches Reading handeln sollte. Weiterhin kann das hier das Familienoberhaupt sein, das ist meistens Großeltern oder Eltern oder jemand, der definitiv alles beieinander hält, alles beisammen hält, der Organisator für Familienangelegenheiten ist. In dem Fall könnte das auch ihr selbst sein, vielleicht auch euer Partner, eure Partnerin. In den meisten aller Fällen ist das hier aber allerdings der Herzensmensch. Das ist derjenige, mit dem man hier am liebsten sein komplettes Leben verbringen möchte, den man in seinem Herzen und in seinem Kopf trägt, zu dem man sich einfach hingezogen fühlt in einer Art und Weise, wie es wohl kein anderer Mensch bei euch auslösen könnte. Ne? Das ist hier mit dem Herrscher dargestellt. In welchem Sinne, bin ich mir natürlich noch nicht sicher. Ich habe hier eine einzige Karte liegen, werde ich aber natürlich noch herausfinden. Die Sechs der Stäbe. Sieg und Ruhm sind hier in diesen Sechs der Stäben zu verzeichnen. Es geht hier auch um den Willen zum Sieg, um den Willen zum Erfolg, das erfolgreich sein wollen. Es ist ebenso eine Öffentlichkeitskarte. Und weiterhin steht hier auch gegenseitig gezollter Respekt im Raum.
Die sechste Stäbe neben diesem Herrscher. Es kann sehr, sehr gut sein, dass ihr mit diesem Herrscher euch gut stellen möchtet, beziehungsweise es sehr angenehm mit diesem bestimmten Menschen hier in eurem Umfeld gerade abläuft. Das heißt, man begegnet sich auf Augenhöhe, man achtet und schätzt sich gegenseitig, man wertschätzt sich gegenseitig, respektiert sich gegenseitig. Ich meine auch, dass dieser Herrscher darauf aus ist, euch so zu behandeln, wie ihr ihn behandelt und das halt gleichermaßen. Möglicherweise wollt ihr aber auch diesen Erfolg und diesen Ruhm, sage ich jetzt mal, mit diesen Menschen zunächst einmal erzielen und realisieren. Das kann noch auf beides hindeuten hier. Der Ritter der Kelche. Das ist die Hofkarte im Wasserzeichen. Das könnte sich sehr gut um eure Energie hier handeln, liebe Fische. Es ist hier von einem Menschen die Rede, der Gefühle und Emotionen transportieren möchte, jemanden zubringen bzw. offenbaren möchte. Das kann sich um eine Person handeln, die natürlich jetzt sich aus dem Thron hier raus bewegt, um an euch heranzukommen. Es kann sich aber natürlich auch, Hofkarte im Wasserzeichen, um eure Energie handeln, die sich hier jemandem gegenüber offenbaren bzw. öffnen möchten. Das hat hier auch oftmals mit einer Entschuldigung zu tun, die dieser Mensch hier anbringen möchte, wenn man hier in der Vergangenheit etwas falsch getan hat, wenn man hier ja, Mist gebaut hat, auf Deutsch gesagt, kann man sich hier auch gut und gerne mal entschuldigen. Es kann aber auch sehr, sehr gut sein, dass es hier so eine Art von Liebesgeständnis sein könnte. Auf jeden Fall steuert oder reitet dieser Ritter der Kelche auf ein ganz bestimmtes Ziel hinzu. Oh, die Sechs der Schwerter. Nochmals Zielstrebigkeit in dieser Karte angezeigt, auch Ehrgeiz, man weiß hier im Prinzip sehr genau, wo man hin möchte. Diese Karte bedeutet auch oftmals auf zu neuen Ufern, beziehungsweise irgendwo hin, wo das Gras grüner ist. Hier möchten einige von euch eventuell einmal abschalten. Das heißt, man sucht hier im Prinzip einen Ruheplatz, einen Ort der Ruhe und der Geborgenheit. Einige von euch sehnen sich hier auch nach einer Art Tapetenwechsel, dass man mal rauskommt aus dem Alltag, vielleicht in ein neues Umfeld. Möglicherweise stehen hier Besuche an, vielleicht auch eine Reise, die einige von euch tätigen möchten. Das kann hier sehr, sehr gut auch etwas entfernter sein. Hier, ich habe zwei Bewegungskarten, die beide in dieselbe Richtung gehen. Und das von einer Gefühls- oder Emotionsenergie ausgehen. Das ist so eine Art Sehnsucht. Man sehnt sich hier nach der Nähe eines bestimmten Menschen. Das kann sein. Oder man sehnt sich danach einfach mal herauszukommen. Das kann nämlich genauso sein. Das Ziel habe ich hier noch nicht ausmachen können. Oh. Okay. Das Rad des Schicksals. Das gibt dem Ganzen einen sehr gewichtigen Touch tatsächlich, liebe Fische, denn das Rad des Schicksals ist ein Schicksalsweg, da folgt man seiner Bestimmung. Ja, Schicksalsweg, Bestimmung, das sind so Begriffe, mit denen wahrscheinlich nicht jeder von euch etwas anfangen kann im Detail. Natürlich weiß man, was ungefähr das Schicksal ist und was ungefähr die Bestimmung ist, um das wirklich detailliert erfahren zu können. Ich habe ein Infovideo gemacht, wo ich das Baum-Matrix-Modell, und das ist meine persönliche Erklärung des Schicksals, der Schicksalswege und der Bestimmung. Wenn ihr euch das gerne anschauen möchtet, unten in der Infobox habe ich das verlinkt. Ja, da bin ich auch schon bei der Erkenntnis. Erkenntnis, Bekenntnis. Ich bin hier sehr, sehr stark dabei, dass hier einige von euch sich ihren tiefen Gefühlen oder emotionalen Bindungen gegenüber einer bestimmten Person bewusst werden. Oder bewusst wurden tatsächlich und aufgrund dieser Erkenntnisse, wo hier auch die Ente eben schon davon redet, sich mehr und mehr auf ihr höchstes Ziel sozusagen hinbegeben, liebe Fische. Und das höchste Ziel ist sozusagen die Interaktion mit diesem Menschen, das Bündnis mit diesem Menschen, um es so auszudrücken. Der Ritter der Münzen ist hier im Outcome. Ich habe hier sehr, sehr viel Bewegung in Richtung Zukunft. Links ist Vergangenheit, rechts ist Zukunft. Dieser Mensch hier ist rechts, rechts, rechts und nochmals rechts ausgelegt. Das heißt, es geht hier straight in Richtung Zukunft.
Man denkt nicht viel über die Vergangenheit nach, liebe Fische, in dieser Situation. Die Vergangenheit ist vergangen. Natürlich definieren wir uns teilweise über die Vergangenheit, die wir erlebt haben. Ohne der Vergangenheit wären wir nicht diese Menschen, die wir sind. Das ist auch korrekt. Nur hängen hier keine Fehler nach. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was viele nicht verstehen. Macht eure Zukunft bzw. eure Gegenwart nicht abhängig von der Vergangenheit. Es kommt im Leben darauf an, welche Entscheidungen man jetzt trifft, welchen Weg man jetzt geht und nicht abhängig von der Vergangenheit, welche Entscheidungen man mal getroffen hat, denn man kann sich stets umentscheiden. Und das erkennen hier einige von euch, liebe Fische. Mit dem Ritter der Münzen begebt ihr euch langsamen Schrittes in Richtung Zukunft, in Richtung eines Vorhabens, welches sehr speziell sein kann, was wahrscheinlich aber mit diesen Menschen hier zu tun hat. So eine Art Treffen, eine Art Kommunikation ist hier angestrebt, beziehungsweise eine Art Gutstellung oder Wiedergutstellung, ne? Je nachdem, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber das hier ist ein langsamer Ritter, der geht langsamen Schrittes. Auch er hier ist sehr langsam. Das heißt auf Deutsch, es braucht eine gewisse Entwicklungszeit. Wichtig ist aber, dass man sich zu diesem Weg hier entschieden hat und sich dazu bekennt tatsächlich. Eine Klärung zum Herrscher. Die zwei der Stäbe. Die zwei der Stäbe deutet auf eine längere Wartezeit oder auf eine längere Zeitspanne hin. Es kann hier auch auf das Einschlagen eines anderen Weges hindeuten, was ja auch sehr, sehr gut der Fall sein kann, weil danach folgen sehr, sehr viele Bewegungskarten. Ich glaube, ihr kennt diesen Mensch schon länger, liebe Fische. Die meisten von euch, für die das Reading hier resoniert, dürften auch schon bereits wissen, von welcher Person hier für euch im Speziellen die Rede ist. Denn ich meine, es ist kein Mensch, den ihr erst letzte Woche kennengelernt habt, um es mal so auszudrücken. Möglicherweise haltet ihr schon länger einen gewissen Abstand voneinander, beziehungsweise traut sich hier der eine nicht auf den anderen zuzugehen, beziehungsweise eben ja so eine Art Interesse darzustellen, beziehungsweise die Zuneigung auszudrücken, wie es potenziell dieser Ritter der Kelche hier tut. Das könnte auf eurer Seite der Fall sein, liebe Fische, das kann aber auch auf der gegenüberliegenden Seite der Fall sein. Ich meine, hier ist definitiv eine Bekanntschaft dargestellt zwischen euch und diesen Menschen, die schon länger Bestand hat. Das kann tatsächlich schon seit der Kindheit so sein oder jedenfalls seit mehreren Monaten. Eine Klärung zu diesen sechs der Stäben. Die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen ist eine sehr bodenständige Person, geduldige Person, teilweise wohlhabend. Jemand, der ganz gewisse Ideale hat, jemand, der ganz gewisse Regeln befolgt und sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt tatsächlich. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr auf Arbeitswegen mit dieser Person zu tun habt, vielleicht auch hattet. Das kann sehr, sehr gut sein, weil ich viele Karten habe, die hier den Rücken zudrehen, aber die Königin der Münzen deutet oftmals auf ein Familienmitglied hin, teilweise einen Arbeitskollegen hin, möglicherweise einen Freund, wobei ich hier in dem Emperor, also in dem Herrscher, nicht unbedingt einen Freund von euch erkenne. Vielleicht doch eher ein Familienmitglied, aber es kann hier natürlich sehr, sehr gut auch in die liebestechnische Angelegenheit gehen. Wenn ich hier den Ritter der Kelche sehe, bin ich da schon sehr, sehr nah dran. Die Königin der Münzen ist hier so eine Art ruhige, fürsorgliche, hilfsbereite Energie. Es deutet auf eine Bekanntschaft oder Freundschaft mit diesem Herrscher hin, die aber großes Potenzial zu mehr hat, beziehungsweise einer von euch beiden, eventuell sogar unterbewusst ihr beide oder unterschwellig ihr beide, das sehe ich hier noch nicht ganz, habt doch tiefere Gefühle füreinander, als dass man sich mit einer normalen Bekanntschaft damit abgeben könnte, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich meine aber, dass hier viele von euch auch ja, diesen Menschen von Arbeitswegen her kennen könntet. Muss natürlich nicht unbedingt ein Kollege sein, es kann auch jemand sein, der teilweise an eurem Arbeitsplatz auftaucht, der ein Kunde von euch ist, ein Klient von euch ist, jemand, den ihr über arbeitstechnische Kontakte kennengelernt habt, kann hier sehr, sehr gut in diese Richtung gehen. Eine Klärung zum Ritter der Kelche. Die sieben der Stäbe.
Die Sieben der Stäbe ist eine klassische Verteidigungshaltung. Das ist hier Abstand. Das kann auch eine Art Distanzierung sein. Mit den Sieben der Stäben auf den Ritter der Kelche sehe ich hier eine gefühlstechnische Distanzierung auf einer eurer beiden Seiten tatsächlich. Jemanden werden diese Gefühle zu einem gewissen Zeitpunkt etwas zu viel oder wurden jemanden zu viel. Ich habe hier eine Steigerung von 6 auf 7 der Stäbe, das heißt mehr Leidenschaft, mehr Leidenschaft im Prinzip, mehr Temperament, mehr Zuneigung, mehr Feuer ist hier entstanden zwischen euch und diesem Menschen. Liebe Fische, und einem von euch beiden wurde das zu heiß mit einer, ja, nach einer gewissen Zeit. Man hatte Angst, dass man sich an einem gewissen Menschen eventuell die Finger verbrennt. Wenn ihr wisst, was ich meine, das ist natürlich metaphorisch ausgedrückt. Kann auf eurer Seite der Fall gewesen sein, kann aber auch auf der gegenüberliegenden Seite der Fall gewesen sein. Jemand hat sich hier bewusst mit seinen Emotionen, vielleicht auch mit seiner Leidenschaft zurückgehalten, weil es einem doch eine Nummer zu groß war, tatsächlich. Ich bin hier eher auf eurer Seite, dass es euch vielleicht zu heiß war, diese Angelegenheit, dass man sich vielleicht vorsichtig an jemanden rantasten wollte, hat aber dann gemerkt, oh hoppla, da kommen mehr Gefühle, da kommen mehr Emotionen, man fühlt sich plötzlich ja doch diesem Menschen sehr, sehr verbunden. Und wenn man vor allem dann, wenn man nicht genau weiß, was man mit diesen entstehenden Gefühlen anfangen soll, wie man diese kategorisieren soll, wie man diese logisch ergründen soll, und das ist manchmal gar nicht so einfach, teilweise unmöglich sogar, dann ist das ja einem zu heiß, diese Angelegenheit. Wie schon gesagt, das kann auf eurer Seite der Fall sein oder auf der Seite des Gegenübers der Fall sein. Bitte bedenkt auch weiterhin, dass in einem allgemeinen Reading die Rollen vertauscht sein können. Eine Klärung zu den 6 der Schwerter. Wiederum das Rad des Schicksals. Interessant hier hinten diese beiden Räder des Schicksals, wo man sich aber zielstrebig darauf hinzubewegt, hier in der Klärung, hier in der Folge. Ich bin mir hier sehr, sehr sicher, dass einer von euch beiden definitiv sich zu diesem einen Menschen bekennt. Es kann euer Gegenüber sein, der sich zu euch schon längst bekannt hat, und das müsst ihr gar nicht wissen, das muss er auch gar nicht offenbart haben. Aber jemand weiß hier vom anderen, dass dieser Mensch doch, egal wie es im Außen ist, im Inneren an dessen Seite sein wird. Das heißt, man hat einen Menschen hier ständig im Kopf, ständig im Herzen, und daran wird sich das Äußere auch nicht unbedingt messen lassen. Es kann sein, dass ihr beide getrennte Wege geht, dass ihr euch nie wiedersehen werdet und trotzdem ein Leben lang eine Verbindung haben werdet, dadurch, dass ihr ja im Kopf und im Herzen beim jeweils Gegenüber seid, liebe Fische. Um eine solche Verbindung kann sich das hier handeln, beziehungsweise kann das auch ja die Überschrift sein von dem, was bislang geschah, sozusagen. Das heißt, es könnte sehr, sehr gut sein, dass diese, hier sehe ich das eben mit den 2 der Stäben auf den Herrscher, dass das Ganze hier schon länger her sein kann, ihr aber stets diesen Menschen in eurem Kopf und in eurem Herzen haben könntet. Kann hier sehr, sehr gut in diese Richtung gehen, und das ist so eine Art Erkenntnis oder Bekenntnis dazu. Eine Klärung zu diesem Rad des Schicksals hier. Okay, wow. Nochmals die 6 der Schwerter. Ich habe hier sehr, sehr viel Spiegelung auf jeden Fall. Ich habe den Eremiten im Outcome, das deutet auf Wissen und weise Werden hin, das deutet aber auch weiterhin wiederum auf eine Separation hin. Das ist einer, der sich abschottet, um ja im Prinzip Dinge zu durchleuchten, Dinge klarzustellen, aber auch in sich zu kehren, um herauszufinden, wie steht es um meinen Gefühlen, wie steht es um meine Mentalität einer gewissen Sache oder einer gewissen Person gegenüber. Und auch hier bin ich wieder bei dieser Herzensliebe, bei dieser Ente, die sagt, Heilung und Erkenntnis liegen in dir, Geborgenheit und Wärme in deinem Inneren. Hier ist der Eremit im Outcome, der sehr, sehr gut auf diese Beschreibung passt. Und in dem Fall könnte ich mir euch als diesen Eremiten vorstellen, liebe Fische, die sich ganz genau ihre innere Gefühlswelt anschauen werden. Vielleicht meditiert ihr hier, vielleicht geht ihr, wie schon vorhin angesprochen, an einen Ort der Geborgenheit, an einen Ort der Sicherheit. Wie schon gesagt, das kann auch sehr, sehr gut sein, dass das so eine Art Kurort ist oder ein Wellnesswochenende, ne? So etwas in der Art kann das hier sehr, sehr gut sein. Andere von euch gehen einfach in den Wald, um dort mal ihre Ruhe zu haben.
kann ebenso sehr, sehr gut der Fall sein. Sehe ich eher euch in dieser Energie. Aber ich glaube, es geht hier darum, dass man sich, dass man von einem gewissen, ich sage jetzt mal, zwanghaften Verhalten vielleicht in der Vergangenheit, wo man unbedingt diesen einen Menschen hier erobern wollte, wo man diesen unbedingt erreichen möchte, sich an ihn binden oder ihn an euch binden wollte, liebe Fische, dass man da in der Vergangenheit, und das sehe ich hier nicht speziell drin, aber das wird wohl passiert sein in der wahrscheinlich kürzeren Vergangenheit erst, dass man sich dazu entschlossen hat, das Schicksal seinem Lauf zu lassen. Das sieht man hier sehr, sehr stark in dieser Spiegelung. Die Königin der Münzen, die Gediegene, die Geduldige, die Sesshafte, ne? Das ist alles so ein bisschen ruhige Energie, kommt, was kommt, ne? So, was passieren wird, wird passieren. Und ne? Das ist diese Einstellung von dieser Königin der Münzen hier, die auf eurer oder auf der gegenüberliegenden Fall sein kann. Ne? Das kann hier sehr, sehr gut auch auf eurer beider Energie hier sein. Aber mit dem Rat des Schicksals in der Spiegelung darauf hat man sich dazu entschlossen, den Dingen ihren Lauf zu lassen, da nicht groß versuchen einzugreifen, denn was passieren wird, wird passieren. Und wenn ihr beide zueinander gehört, liebe Fische, dann werdet ihr auch zueinander finden. Und das ist etwas, was viele von euch erkennen werden, viele von euch eventuell auch sich erstmal bewusst werden, ja. Und deswegen sind hier auch diese sieben der Stäbe in der Mitte hier potenziell auf euch geklärt. Deswegen meine ich, dass es sich hier eher um euch handelt, wo man sagt, ich kann diesen Menschen nicht beeinflussen. Ich kann nicht mit den Fingern schnippen und sagen, jo, hier, ich bin da, ich liebe dich genauso wie du mich liebst, lass uns heiraten. So einfach geht das in den meisten aller Fällen nicht. Es könnte natürlich so einfach sein. Aber es gibt halt so etwas wie den menschlichen freien Willen und es gibt so etwas wie äußere Einflüsse. Ja, die Dinge manchmal eben einfach erschweren, liebe Fische. Es könnte so einfach sein, es sieht hier nicht sehr einfach aus, man hat hier aber von einem Zwang losgelassen, etwas unbedingt erreichen zu wollen und hat das Schicksal eher in die Hände des Schicksals gelegt, tatsächlich. So, ich hoffe, ihr kommt mit, das war jetzt sehr philosophisch ausgesprochen, muss ich mal sagen. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Eine Klärung zu den zwei der Stäben. Okay, was ist das? Der Teufel. Der Teufel steht für sehr, sehr vieles. Er hat 13 Deutungsvarianten, wenn ich mich nicht im Kopf schnell verzählt habe. Er kann hier für Süchte stehen, für Ängste stehen, für Angebundenheit, für Unsicherheit, für tatsächlich aber auch solche Ticks. Depression natürlich kann das auch sein, Schwarzmalerei. Ich kann euch sehr, sehr vieles nennen, aber ich bin mir hier sehr, sehr sicher, dass es sich um eine sehr frustrierende Zeitspanne handelt, liebe Fische, die viele von euch hinter euch haben, Gott sei Dank. Man sieht es hier, Teufel auf die zwei der Stäbe, das ist eine unannehmliche Situation, die für einige von euch in der Vergangenheit liegt tatsächlich. Da ist man tatsächlich schon durch die Hölle gegangen, beziehungsweise hat einige Strapazen schon hinter sich gelassen. Und das alles in Bezug zu diesen Menschen. Ich meine, es gibt ja eine gemeinsame Vergangenheit für einige von euch und das kann mit einer Beziehung, Partnerschaft, vielleicht sogar Ehe im Zusammenhang stehen. Nicht für alle von euch, aber für einige von euch. Ich meine aber, dass es hier definitiv schon schlechte Zeiten mit diesen Menschen gab und dafür muss man nicht zusammen gewesen sein, ne? Dass man hier eventuell abgelehnt wurde, dass ein Mensch einen herbe enttäuscht hat, dass ein Vertrauensbruch stattfand, ne? Dass man hier eventuell auch eine Koexistenz erlebt hat, dass einige von euch, liebe Fische, vielleicht auch von euren Gegenübern, wie gesagt, bitte dreht es euch um, die Rollen können vertauscht sein, dass man sich hier abhängig von der jeweils anderen Person gefühlt hat, dass man hier meinte, nicht alleine klarzukommen, dass man hier alleine nicht leben könnte. Das haben hier viele gedacht und diese Zeit der Angebundenheit, der Koexistenz, und das ist tatsächlich toxisch, liegt hier hinter euch, beziehungsweise hinter diesen Menschen. Man hat sich da etabliert, man hat sich da herausgekämpft. Das kann durch Insichtkehr passieren, das kann durch Ruhe und Gelassenheit passieren, so wie ich es hier in der Konstellation sehe. Wie schon vorhin auch hier gesagt, hier mit dieser Endung zum Rat des Schicksals, dass man das Schicksal seinem Lauf lassen wird, dass man nicht mehr versucht einzugreifen, nicht mehr versucht seine Bestimmung zu ändern. Wenn dieser Mensch eure Bestimmung ist, liebe Fische, dann
bin ich mir 100%ig sicher und davon überzeugt, dass ihr beide auf den gleichen Weg kommen werdet, dass ihr beide zueinander finden werdet. Wenn ihr diese Gewissheit in euch trägt und zu 100% das sagen könnt, habt ihr diese Energie hier erreicht. Dann sagt ihr, okay, was passieren wird, wird passieren, aber ich bin zuversichtlich, dass es dieser Mensch ist. Im Prinzip weiß ich es sogar. Und dann bringt es nichts, das Ganze versuchen zu beschleunigen, denn es gibt so etwas wie Divine Timing, ne? Also die Zeit, die richtige Zeit, der richtige Ort. Divine Timing heißt das göttliche Timing im Prinzip. Oder es ist eben, ich sage jetzt mal, vorprogrammiert und ihr werdet wissen, was ich darunter meine und damit ausdrücken möchte, wann das Ganze an der richtigen Zeit ist oder wann die richtige Zeit gekommen ist. Und bis dahin ist das Beste, was man machen kann, sich auf sich selbst zu konzentrieren und sich selbst etwas Gutes zu tun. Eine Klärung zu der Königin der Münzen. Die Fünf der Stäbe. Die Fünf der Stäbe zeugt von einem Konflikt, der oftmals in sich drin stattfindet. Es ist hier nochmals ein Indikator dafür, dass ihr es teilweise wirklich mit einem Arbeitskollegen hier zu tun haben könntet oder mit jemandem, mit dem ihr in gewisser Art und Weise schon zusammengearbeitet habt. Und das muss nicht unbedingt die Arbeitsstätte gewesen sein, das kann ein gemeinsames Projekt gewesen sein, beziehungsweise vielleicht sogar an einer Beziehung gearbeitet habt. Kann hier sehr, sehr gut ein Indiz dafür sein, für die Vergangenheit in dem Fall. Ich habe 5 Stäbe auf 6 Stäbe. Das heißt, es gab hier so eine Art Vertrauensbruch. Es gab möglicherweise auch ein Absinken im Wert des jeweils Gegenübers. Beziehungsweise hat man sich zu einem Zeitpunkt hier nicht mehr respektvoll behandelt. Und das kann von einem oder von euch beiden aus gekommen sein. Man spricht hier von 6 auf 5 der Stäbe. Das heißt, ein Rückgang des Respekts, ein Rückgang des Ansehens. Man wurde hier von dem anderen enttäuscht, ne? Durch eine Aktion, durch eine Handlung. Das kann hier sehr, sehr gut in der längeren Vergangenheit schon gewesen sein tatsächlich. Und auch vielleicht deswegen hat man sich hier versucht, etwas zu distanzieren, weil man schlichtweg vom anderen enttäuscht war, weil man böse auf ihn war. Ne? Kann natürlich auch daher geführt haben. Eine Klärung zu den 7 der Stäben. Schnitzelkarte. Sehr schön, die 10 der Münzen. Sie spricht von Erfolg, Stabilität auf langfristiger Basis, Fülle, Erfüllung. Die 10 der Münzen ist eine wunderbare Energie. Erfolg und Stabilität, Sicherheit, Aufrichtigkeit, Treue, das sind all diese Ideale, ja, die auf euch hier warten. Liebe Fische, Doppelrad des Schicksals mit Erfolg, das sind verheißungsvolle Zeiten tatsächlich. Das kann rein im Finanziellen der Fall sein. Das kann aber auch natürlich mit der Spiegelung auf den Ritter der Kelche, mit den Emotionen und mit der Erfüllung von Bedürfnissen zu tun haben. Es sieht hier nach einem sehr, sehr guten Verlauf aus tatsächlich, weil wenn ich mir das hier alles anschaue, Rad des Schicksals, Sechsschwerter mit Schnitzelkarte hier in Konjunktion, ihr steuert hier auf eine sehr positive, erfüllende Zukunft hinzu, liebe Fische. Hier hinten, hier sehe ich eher so ein bisschen Struggle, so ein bisschen, wann geht's denn endlich mal los zwischen uns beiden, was ist das zwischen uns beiden, sieht man hier auch sehr, sehr stark, dass man hier auch nochmals diese Abhängigkeit verspürt. Und mit den 5 der Stäben auf die Königin der Münzen kann man hier auch davon ausgehen, dass hier der ein oder andere von euch tatsächlich die Geduld verlieren kann. Man sagt zwar hier, ja, ich weiß, dass ich mit diesem Menschen eine Verbindung habe. Ich weiß, dass wir irgendwann zueinander finden können, wenn es denn der oder die Richtige für mich ist. Und wenn es eben nicht so ist, dann ist es eben nicht so. Das ist einmal die Einstellung. Beim nächsten Tag oder am nächsten Tag kann sich diese Einstellung um 180 Grad drehen. Das sagt man dann, wann ist es denn endlich soweit? Wann kann ich diesen Menschen denn endlich in meine Arme schließen? Wir sind doch füreinander geschaffen. Wir sind doch füreinander bestimmt. Wir lieben uns doch beide. Das ist ein innerer Konflikt aufgrund eines Abwartens. Ja? Und das kann man tatsächlich sagen, man verliert hier teilweise die Geduld. Vielleicht auch die Zuversicht. Eine Klärung zum Rat des Schicksals. Magier.
Der Magier auf das Rad des Schicksals. Man nimmt hier sein Schicksal selbst in die Hand. Und ich glaube, das muss ich kurz erklären. Hier in der Spiegelung, hier in der Erklärung sieht man das sehr, sehr deutlich. Wenn ich sage, man nimmt sein Schicksal selbst in die Hand, dann werden jetzt wieder einige sagen, ja, aber wieso? Das Schicksal hat für jeden von uns etwas vorgesehen. Wie soll man es denn selbst in die Hand nehmen? Man hat darauf keinen Einfluss. Ja und nein, liebe Fische. Was vorgesehen ist, das ist, wie gesagt, schaut euch gerne das Baummatrix-Modell an. Ich habe es verlinkt in der Infobox. Es ist ein Special-Video, wie ich das immer sehr gerne nenne. Was vorbestimmt ist, ist die Bestimmung. Ja? Das Ziel, die Endstation. Ja? Das, wozu ihr bestimmt seid oder berufen seid, wofür ihr lebt im Prinzip. Das ist vorbestimmt. Es ist nur sehr schwer herauszufinden, was das ist. Vor allem muss man da sehr, sehr weit in die Zukunft schauen können. Und das kann man im Prinzip nicht. Man kann es ab einem gewissen Zeitpunkt fühlen, ja, aber ich kann euch nicht sagen, was das für ein Gefühl ist. Das ist wahrscheinlich bei jedem auch unterschiedlich. Dann weiß man seine Bestimmung, dann weiß man, wohin man will oder wohin man soll. Ich sage nicht, dass ihr hier eure Bestimmung kennt. Ich sage aber, dass ihr euren Weg bestimmen könnt, bis ihr an diese Endstation gelangt, ja, und das tut ihr hier. Ihr könnt natürlich... Ich müsste jetzt wirklich einen Baum aufzeichnen, um euch das zu zeigen. Aber nehmen wir an, hier hinten ist das Ziel. Ja? Und ihr befindet euch hier. Ihr könnt natürlich den Weg gehen. Ihr könnt den Weg gehen. Ihr könnt den Weg gehen. Ne? Das sind alles Schicksalswege. Und auf unseren Schicksalswegen begegnen mir mehreren Personen, werden an mehreren Stationen angelangt, an mehreren Checkpoints sein, mehrere... Ereignisse miterleben. Ne? Das sind Schicksalswege, aber man darf sich natürlich für einen bestimmten Weg entscheiden. Was immer gleich bleibt, ist die Bestimmung, ist das Ziel. Ja? Und das ist nicht der Tod, sondern es ist der Grund, warum man lebt. Der Grund, warum man lebt, ist nicht zu sterben, logischerweise. Ne? Aber es ist hier etwas festgesetzt vom Schicksal, vom Gott, vom Universum, ne? Wie auch immer ihr das auslegen möchtet. Der Weg dorthin ist euch überlassen, liebe Fische. Und hier entscheidet ihr euch für einen persönlich gestalteten Weg. Und ich kann euch nicht genau sagen, wie dieser ausschaut. Ich sehe bloß, dass er von der üblichen Ansichtsweise oder dem üblichen Verkehren, ja, oder dem üblichen Handeln, hier auch in der Spiegelung zu den zwei der Stäben sehr, sehr schön zu sehen, abweichen kann. Ja, ihr macht etwas anders als bisher. Eine Erklärung zu diesen Sechs der Schwerter. Das waren zwei, ja, und das sind zwei sehr deutliche Karten. Die Sieben der Münzen und der Page der Schwerter. Die Sieben der Münzen zeugt von einer Wartezeit. Ich weiß, Wartezeit hört man nicht so gerne. Ich habe hier eine Zeitkarten. Ich habe hier viele Zeitkarten. Euch ist bewusst, dass es eine gewisse Entwicklungszeit braucht, beziehungsweise seid ihr euch der Zeit bewusst. Ihr wisst im Prinzip, dass... alles zu jedem Zeitpunkt passieren kann. Das ist die Kausalität. Oh Gott, das ist ein sehr philosophisches Reading hier. Die Kausalität wird einigen von euch vielleicht etwas sagen. Es ist für alles der richtige Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt kann in der nächsten Minute sein. Dieser Zeitpunkt kann in den nächsten 10 Jahren sein. Viele von euch sind sich darüber bewusst. Mit diesem Bewusstsein, welches hier einige erst mit dem Eremitenstatus hier erlangen werden, wird man automatisch ruhiger, wird man automatisch auch sich selbst heilen können, so wie es hier drin steht. Denn man ist nicht mehr aufgebracht, man ist nicht unzufrieden, man ist nicht im Verlangen, man ist auch nicht in der Sehnsucht teilweise. Ja? Und dieses Wissen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise diese Erkenntnis erreichen hier einige von euch. Sieht man hier sehr, sehr gut in dieser Spiegelung und hier sehr, sehr gut in dieser Spiegelung. Ihr vertraut mehr auf das Schicksal, auf Gott, auf Universum, auf die Engel, wie auch immer eure Weltanschauung ist. Darauf vertraut ihr mehr. Ihr lasst im Prinzip die Kontrolle los. Und das ist der richtigste Weg, den es gibt, tatsächlich. Und mit dem Pagen der Schwerter, ich sehe hier natürlich, dass ihr weiterhin ein Auge auf euren Gegenüber haben werdet. Ihr werdet hier weiterhin aber auch curious sein, sage ich jetzt mal. Das ist hier so etwas wie Instagram-Profil anschauen, Facebook-Profil anschauen, WhatsApp-Status checken. Ne? Also ihr werdet hier definitiv von diesen Menschen hier nicht ablassen. Aber ich glaube, ihr haltet von diesem, oder ihr lasst diesen Zwang weg. Da bin ich mir relativ sicher. Ich bin mir hier sehr, sehr sicher, dass ihr auch
gespannt seid auf das, was kommen könnt. Denn hier, ihr seid enthusiastisch, was die Zukunft angeht. Das ist eine sehr, sehr starke, gewichtige Entwicklung hier, die ihr hier nehmen könntet, liebe Fische. Die Vier der Stäbe zeugt von einem festen Fundament und ich bin hier immer noch dabei, dass hier einige von euch sich an einen Ort der Ruhe begeben, an einen Ort der Geborgenheit begeben. Vielleicht steht hier echt eine Reise an, Wellness-Wochenende, irgendwie sowas. Für den einen oder anderen von euch auf jeden Fall werdet ihr hier abschalten können und sehr viel Insichtkehr betreiben, hier mit dem Eremiten zu sehen, was euch tatsächlich dann zu einer inneren Ruhe, inneren Gelassenheit führen kann. Und diese Vier der Stäbe ist auch nochmal so eine schicksalshafte Karte. Das heißt tatsächlich wirklich, was passieren wird, wird passieren. Und das sieht mir hier sehr positiv aus, ehrlich gesagt, liebe Fische. Ich bin hier, was das Outcome angeht, sehr gespannt. Wenn es hier auf euch zutrifft, liebe Fische, und ihr euch in einer solchen Situation befindet, ihr gespannt seid, wie es potenziell weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Es ist natürlich kein Muss. Ich wünsche euch einen wunderbaren September weiterhin. Ich wünsche euch anhaltende Gesundheit, liebe Fische. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.